Der A3 ist jetzt durchgefallen, weil die beiden gelben Lampen da und da an sind. Das ist die Parkbremse, also Handbremse, und die beiden Lampen sind an, deshalb ist jetzt durchgefallen. Und weil ein Gelenk vorne rechts ist ausgeschlagen, Querlenkerlagerung. Und jetzt lese ich den mal durch mit dem Lesegerät. Und mal gucken, was er dann sagt. Weil die Lampen sind erst angegangen, nachdem die Vorderachse aufgebockt war, die Reifen demontiert und die neuen Bremsscheiben, die ein halbes Jahr draußen gestanden haben, also die Karre hat neue Bremse bekommen und stand dann ein halbes Jahr draußen und die Bremse sah ein bisschen bescheiden aus. Also wurde die Vorderachse aufgebockt, fünfte Gang reingemacht, Radbolzen wurden draufgelassen, die Felgen kamen runter, die Radbolzen waren drauf, fünfte Gang rein und dann mit der Feile schön sauber gemacht. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob das funktioniert, dass der dann beim Fehlerauslesen die Fehler weg hat. Aber ich denke mal, ja, das habe ich schon mal bei einem anderen Fahrzeug gehabt. Soll ich wegfahren? Liest immer noch. Hier ist das Conway-Auslesegerät. Mit dem kommt man nicht rein ins Auto. Da kann man nur die Lambda-Sonde löschen, mehr nicht. Und deshalb wird das jetzt mal mit dem alten Delphi probiert. Das müsste eigentlich klappen. Ja, jetzt mal gucken, was er mir da erzählt. Die waren abgesteckt, die Fehler, die Parksensoren, das ist ja klar, dass er sie anzeigt. Kann man alle ohne Bedenken löschen. Das ist Löschen hier. LEDs verbaut, so blaue LEDs, und die wollte er nicht so annehmen. Jetzt sind hier normale LEDs verbaut, ohne Kenntnis, und da hat er kein Problem mit. So, dann gehen wir mal hoch auf die Bremse. Die meisten fragen sich, warum er das Getriebe nicht anzeigt, weil das ein Schaltgetriebe ist. Automatikgetriebe ist wieder was ganz anderes. So, Spannung, Signal. Wattgeschwindigkeitssensor vorne rechts, würde mich nicht wundern, wenn es vorne links gleich auch ist. Hinten. Steuerungswinkelsensor. Ich denke mal, die ganzen Fehler sind alle vom Stehen aufgekommen, weil die Batterie ein paar Mal ab und an gemacht wurde. Die lösche ich jetzt mal alle. Jetzt mal gucken, ob die gleich hier ausgehen. Zeigt mir jetzt an, hinten rechts will er nicht löschen. Also ist hinten rechts ein Fehler am Sensor. Dann ist der wohl kaputt oder das Kabel ist ab. Oder er ist verdreckt, das geht's auch. Wenn die verdreckt sind, dann zeigen sie falsch an, da sind Metallspäne drauf und dann will er die nicht als Fehler löschen.
jetzt hinten rechts nochmal aufmachen, die Bremse. Gucken, ob der ABS-Sensor einen Leck hat. Kann man durchmessen. Oder er ist einfach nur verdreckt. Dann müsste das wieder gehen.